Hey ho Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Kirby Planet Robobot. Ich habe mich irgendwie dazu entschieden, pro Part einen Level zu machen und auch wenn der Part recht kurz ist, es tut mir leid, aber so kann ich es mir besser einteilen und so habe ich auch weniger Hochladezeit bzw. Renderzeit, aber so habt ihr auch dafür mehr Parts und ihr könnt sicher sein, dass im nächsten Part genau das Level dann kommt. Ja. So, wir fangen einfach mal mit Level 2 an auf Welt 1. Ich habe im letzten Part ganz nett gesagt, oh, das sind 5 Welten in Welt 1. Ja, das ist schlau, Pibi, das ist sehr schlau. Eine Welt in einer Welt. Ja gut, einfach nächstes Level. Was passiert hier? Wahrscheinlich bekommen wir den ersten Kontakt mit den Robotern. Also, dass wir auch ein Roboter sein können. Ja, was ist jetzt schon wieder los? Noch einer? Wie oft denn noch, hallo? Na endlich. Das ist ja wie Mario, man kann nicht nach links laufen. Oh nein, dann slide ich. Das ist wunderschön. Was ist hier los? Da gehen wir mal rein. Oh, ein Regenschirm. Regenschirm, allgemein nur Schirm. Naja, Schirm. Blocke fallende Objekte oder mache einen Ausflug durch die Lüfte. Mit Wasserspritzern kannst du Gegner angreifen oder Feuer löschen. Okay. Schwungschirm, ja. Schutzschirm gedrückt halten, okay. Schutzschirmrichtung ändern, okay. Spurten, Zwirbelschirm. Drehschirm, Stoßschirm. Wurfschirm, was? Fallschirm. Unter Wasser, Zwirbelschirm. What? Das ist komisch. Wow! Ah, okay, so kann ich dann mich schützen. Das ist ja cool. Oh mein Gott, ich bin das nicht gewohnt. Ah! Ah, was? Ach so, da geht's schon runter. Ich habe schon gedacht, ich muss die ganze Zeit fliegen. Oh mein Gott. Ah, okay, das sind doch die Bomben, oder? Mal schauen, ob ich die Fähigkeit mal kurz wegschmeißen kann, um eine Bombe zu bekommen. Man verpiesel dich. So, und jetzt gib mal die Bombe her. Jawoll! Bomben. Halte eine große Bombe über dem Kopf bereit. Ziele genau und wirf sie von dir. Greif aus der Ferne an oder lass eine direkt neben einem Gegner explodieren. Kavum! Gedrückt halten, Bombe bereit. Während Bombe bereit, loslassen. Bombe bereit, zielen. Während Bombe bereit, nicht loslassen. Kirby-Knaller. Was? Kirby-Knaller? Ja, wahrscheinlich knall ich dann. Spurten, gerader Wurf. Nahe einem Gegner, Bombenkleber. Bombenidee! Das ist eine Bombenidee! Okay, mal schauen. Was ist das denn? Hä? Man wirft doch gar nicht mal so... What the hell? Mal schauen, was mit dem Bombenknaller passiert. Das interessiert mich jetzt einfach mal. Na? Ah, ich verletze mich... Hä? Komischerweise, ich verletze mich selber, aber ich verletze mich nicht selber. Dead Logic! Und ja, man hat eventuell mein Handy gehört. Ich habe es vergessen, auf lautlos zu stellen. Tut mir leid. Wow! Okay, roll! Damn, Daniel! Ah, okay, das macht mir wirklich keinen Schaden. Tschüss! Oh nein, da ist etwas! Oh, ein bisschen Essen. Ah! Nein! Jawoll! Das ist Kugelblitz? Setze diese Power mit Vorsicht ein. Sie glückt nur einmal, also setze sie weise ein. Ja. Kugelblitz, B dann loslassen. B halten, in verschiedene Richtungen dann loslegen. Supernova. What?
Kugelblitz 1 steht da. Das heißt, es gibt anscheinend noch etwas mehr als Kugelblitz 1. Okay, also nur ein einziges Mal kann man das einsetzen. Okay, werde ich mir merken. Hä, was macht die Fähigkeit da? Nein! Ich kann mich hier entscheiden, was ich so mitnehme. Hier wird wahrscheinlich gleich ein Boss sein. Dann nehme ich gleich das Schwert. Ich bin richtig der Schwertkämpfer. Ja! Aber ich wollte die Bombe mitnehmen. Danke, Waddle! Ja, natürlich kommt hier ein Bosskampf. Das ist richtig obvious. Der erste Roboterkampf. Und den bekommen wir wahrscheinlich. Nice. Ich sollte doch nicht gegen so einen Roboter in Nahkampf gehen, merke ich. Ja, Pibi, das ist eine schlaue Idee. Autsch. Game over! Ha, da habe ich ihn besiegt. Und das ist jetzt meins? Meins! Yo! Nice. Ich habe jetzt den Anzug. Aber nicht den Schwertanzug, verdammt. Okay. Robobot-Panzer kontrolliert Kirby den mysteriösen Mech, lässt dieser ihn die Power seiner Gegner scannen. Er ist ein riesiger, formwandelnder Kopierer. Sprung, Doppelsprung, Robobot-Boost. Nach einem Gegner mit einem... Nahe einem Gegner mit einer Power, B drücken. Ah, Scan. Fähigkeiten, Reset. Robobot-Schlag, Robobot-Schmetterer. Protektor. Okay, schauen wir mal. Ah, okay. Wir können kurz fliegen. Hä? Dann brauchen wir ja nicht zweimal drücken. Okay, komisch. Habe ich nicht vorher noch irgendetwas gelesen mit... Nein, anscheinend nicht. Protektor! Was? Wie lang geht das? Nicht lange wahrscheinlich, oder? Weil wir glitzern so komisch. Nein, ich habe Y gedrückt, ich Depp. Wow! Jetzt haben wir den Feuermodus. Brenne mit der Glut des Purpurschweifs alles nieder wie ein zorniger Drache. Purpurschweif, Purpurschusswinkel ändern, Spurt, Hitze. Roter Teppich. Okay. Boah, ist ja cool. Und so hinterlassen wir hinter uns Feuer. Das ist ja cool. Ah, ein Sticker. Okay, was ist das für eine Tür? Ah, die machen wir einfach als Mac auf. Okay, als Mac. Mac-Computer. Ha. Ich will eine neue Fähigkeit. Elektromodus. Schocke deine Gegner mit Strom. Besonders viel Respekt bringt dir der Powerschuss. Schnellschuss. B loslassen. Eine Weile gedrückt halten, dann loslassen. Powerschuss. Gedrückt halten, oft drücken und loslassen. Super Powerschuss, okay. Testen wir mal. Das ist einfach nur ein Powerschuss. Super Powerschuss. Ah, okay. Wow. Kamehameha. Nice, Kamehameha in Kirby. Was, wir können die auch K.O. machen? Ja, das habe ich schon gelernt. Oh, noch eine neue Fähigkeit, her damit. Wow, das schaut jetzt cool aus. Beam-Modus, bekämpfe Böses mit enormer Energie, der Prallstrahl wird mit dir sein. Drücken, loslassen, Prallstrahl. Gedrückt halten, dann loslassen, Megastrahl. In der Luft, Hochpraller. Okay.
Ah. Ah, okay, das ist ja komisch. Aber wir sind damit völlig ausgesetzt, den Gegnern. Ja gut, nächste Ebene. Die geben eh keine Fähigkeit, soweit ich weiß. Hier haben wir einen Roboblock. Ein Roboblock. Ja, Roboblock. Blalala. Da oben ist etwas. Ja, das habe ich schon gesehen. Wow. Okay, her mit dir. Boah, Kreissägen haben wir jetzt. Boomerang-Modus. Die Klinge der Gerechtigkeit zerteilt... Oh, ich rutsche immer weiter hinter. Die Klinge der Gerechtigkeit zerteilt den Himmel. Trifft Gegner mit einem rasenschnellen Sägeschnitt. Sägeschnitt. Gedrückt halten, dann loslassen. Sägen, Schuss. Gedrückt halten und eine Richtung... Wandelnde Säge? Ausrichtung ändern? Boah. Ist ja cool. Sägenschuss. Lol. Nee. Das ist ja wirklich cool. Das ist wirklich cool. Und wir können damit auch noch springen. Aber da oben ist etwas Geheimnisvolles. Das habe ich gesehen. Get wrecked, my boys. Ah, ein Fahrstuhl. Okay. Interessant. Okay, weiter geht's. Lol, Bombe. Cool. Her mit dir. Nein. Ah, ich muss scannen, ich Depp. Ich hab X wieder gedrückt. Nein, jetzt habe ich meinen Boomerang wieder mitgenommen. Das will ich aber nicht. Oh Mann. Ja, okay. Wir werden irgendwann schon noch die Bombe finden. Tut mir leid, falls ich ein bisschen laut bin. Interessant. Get wrecked, my boys. Ah, andersrum. Okay. Das habt ihr nicht gesehen. Nein, das war kein Fail meiner Seite aus. Dafür sind wir jetzt der Bombenmeister. Schauen wir uns das mal kurz an. Und zwar auf der vorderen Seite. Genau. So, Bombenmodus. Unaufhaltsam finden diese Bomben ihren Weg. Für Nitro Walker gibt es kein Zurück. Drücken, loslassen, Nitro Walker. Und Wurfwinkel ändern. Okay. Oh mei, wie süß. Aber eigentlich ist das richtig nutzlos, oder? Boah. Okay. Ich habe vergessen, dass man dann keinen Doppelsprung mehr machen kann. Was ist das denn für einer? Ah! Ah, die können sogar auf der Luft laufen. Auf Wänden laufen, aber auf der Luft. Hä, ich kann wieder zurück. Warum das denn? Her mit dir. Oh, der hatte gar keine Fähigkeit. Schade. Okay, einfach mal rausdrehen ganz. Kann man auch machen. Kann man dich aufsaugen, mein Freund? Nein. So wie in allen früheren Spielen geht das nicht. Tschüss, Mecker. Ich werde dich vermiesen. Oh, der Stein. Cool.
Stein, wie ein Fels in der Brandung, rutsche Abhänge hinab und mach Gegner ganz einfach platt. Nur eine Frage, welche Form nimmt Kirby wohl als nächstes an? Es gibt so viele verschiedene Formen, die er annehmen kann. Zum Beispiel kann er einfach einen Formb annehmen, einen ganz normalen Stein, eine Tonne Gewicht, irgendwie Felsen, also viel zu viel. Versteinerung, also in der Luft, Steinschlag, ist klar. Spurten, Turbostein, als Stein wehrst du fast jede Attacke ab. Cool. In der Luft Schmetterstein. Felsenfaust. Mächtige Felsenfaust. Okay, schauen wir mal. Ah, genau, ein Mario-Block können wir auch sein. Eine Statue. Wow. Boah. Das ist ja cool. Ah, genau, dann haben wir... Ah. Okay, Schnellverwandlung. Das ist cool. Versteinerung. Hey, ich komme da nicht rein, wollte ich gerade fast sagen. Ja, tschüss, tschüss. Ich kenne das ja schon. Da bin ich. Game over. Ha, interessant. Da ist wieder ein Mech. Cool. Aber wir haben keine Fähigkeit mehr. Oh, es gibt hier irgendwas versteckt. Okay, doch nicht recht viel, aber es war etwas versteckt. Wow! Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Schwertmodus. Zerteile deine Gegner mit dem Schwert der Wissenschaft und dem Powerbeam-Säbel. Powerbeam-Säbel, mehrfach drücken, Combo-Beam-Hieb, in der Luft Doppelsäbel-Tanz. Okay, also Säbel. Wow. Power-Säbel-Tanz. Ein goldener Sticker. Interessant. Ah, da ist eine Kiste, die dürfen wir jetzt nicht zerstören, weil sonst fällt die runter. Seht ihr das? PB-Style weiß, was er macht. Ja, wir gehen erstmal rüber. Denn ich will ja auch die Kiste haben. Ein Roboblock. Das ist der zweite, also uns fehlt noch einer, obwohl da vorne schon das Ziel ist. Aber ich glaube, hier kann auch einer sein. Nein. Hä? Das kann doch nicht sein. Ah, das ist noch nicht das Ziel. Okay. Interessant. Wow. Wir sind ein Schraubendreher auch noch. Da ist ein One-Up. Ah, okay. Get wrecked, my boy. Okay, da muss man aufpassen, weil irgendwo wird wahrscheinlich was passieren, dass ich irgendwo... Aha! Seht ihr das? Ich hab's schon gewusst. Was machst du? Ich hab's doch gewusst, dass ich das zuerst machen muss. Denn hier oben ist wahrscheinlich mein Roboblock. Ja, da ist mein Roboblock. Ah, und ich bin immer noch der Stein. Das ist gut. Hier brauche ich das hier. War klar. Und jetzt kann ich wieder in meinen Roboblock rein. Das ist ja cool. Hier ist wahrscheinlich was Geheimes für den letzten Roboblock. Ja, habe ich doch recht gehabt. Nein, ich habe einen Fehler gemacht, oder? Ja, na toll. Geht das wieder rückwärts? Das ist dann wie ein Special Event, das ist dann geschlossen, oder? Nein, doch nicht. Nice. Her mit dem. Alle Roboblocks in Level 1, 2 gefunden. Nicer, nicer. Ach ja. Wir nehmen Essen und gehen einfach mal nach oben. So schaut's aus. Irgendwie gefällt mir dieses Schwertteil. Ich fühle mich so cool.
Bum, bum, bum. Ah, wir sind leider angekommen. Am Ziel. Behalten wir den Roboblock oder eher nicht? Na, nicht ganz. Ach, das wird keine Eins. Nein, so schade, so schade. Tut mir sehr leid, dass der Part hier wieder so lang geworden ist. Schnorchel-Kirby haben wir bekommen. Top Speed und einen besonderen, noch einen. Orden Meter Knight und den goldenen, komm. Seltener Sticker Ultraschwert, cool. Okay, Leute, tut mir leid, dass der Part so lang war, aber... Ja, ich hätte nicht gedacht, dass die Parts doch so lang werden. Wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder mit Level 3. Haut rein, euer PB-Style, tschüdelü, bis zum nächsten Mal.